begrüße Sie zur Medienkonferenz, einen Tag vor dem Spiel IB gegen ZSK Sofia. Die beiden Herren muss ich nicht vorstellen. Wir sprechen auf Hochdeutsch, um allenfalls unsere Freunde aus Bulgarien, damit sie auch etwas verstehen. Aber sie sind jetzt nicht anwesend, aber es wird aufgenommen. Von daher möchte ich Sie auch bitten, Ihre Fragen auf Hochdeutsch zu stellen. Jerry, vielleicht zuerst noch personell. 4 verletzte Spieler bei IB, die üblichen. Immer noch verletzt. Lauper, Pötinia, Christopher Martins und diese Woche leider einen Rückfall gehabt, Marvin Spielmann. Wie Sie sicher wissen, muss man immer 2 Tage vor einem Heimspiel testen und die Tests wurden gestern wieder durchgeführt von der ganzen Delegation, insbesondere auch von den Spielern natürlich, und alle sind negativ ausgefallen. Jetzt würden wir gerne die Fragerunde eröffnen. Wem dürfen wir das Wort geben? Wir würden dann am Schluss noch Einzelinterviews unten am Spielfeldrand machen, aber bitte den größten Teil jetzt hier abdecken. Corona hat auch bei IB den Spielplan beeinflusst. Am Sonntag, das Spiel Lugano, fiel aus. Inwiefern hat das die Planung jetzt auf dieses Europa-League-Spiel beeinträchtigt? Spielen oder nicht spielen hat immer einen Einfluss auf die Planung. Wir haben nach Cluj die Möglichkeit gehabt, den Spielern einen freien Tag zu gewähren, konnten auch mit genügend Zeit das Spiel vorbereiten, genügend Trainings zur Verfügung. Es ist sicher angenehmer für einen Trainer, wenn man 5-6 Tage Zeit hat. Aber wir hätten auch sehr gerne gespielt am Sonntag in Lugano, weil ich meine Spieler kenne und die spielen immer besonders gerne Wettkämpfe und nicht unbedingt Trainingsspiele. Oder, Fabio? Stimmt. Fabian, vielleicht auch die Frage an dich, wie du das erlebt hast, diese Spielverschiebung. Ja, ich glaube, wir sind uns mittlerweile gewohnt, alle 3 Tage zu spielen. Von dem her wäre es natürlich, wären wir so in dem Rhythmus geblieben. Auf der anderen Seite ist es ja, mal schön oder immer wieder gut, mal einen freien Tag zu haben, mal den Kopf zu lüften und mal eine Woche Vorbereitung auf ein Spiel zu haben. Und das schadet sicher nicht. Und ich denke, wir sind oder wir werden morgen bereit sein und eine gute Leistung zeigen. Ja, Jerry, wie spürst du die Mannschaft? Ich glaube, die zusätzlichen Freitage, die wirken sich wahrscheinlich schon aus, oder? Es ist so, dass einen freien Tag jeder Person gut tut, mal den Kopf durchzulüften, Zeit mit der Familie, nicht jeden Tag ins Stadion zu kommen, die Routine zu brechen. Das haben wir gespürt bei den Spielern, dass so ein bisschen frische Energie reinkommt, aber ein freier Tag kann noch nicht eine fehlende Sommerpause kompensieren, aber es ist sicher positiv für die Spieler. Es war auch positiv für den Staff, dass wir einen Tag Ruhe hatten. Und ich habe auch das Gefühl, dass nachher am Sonntag, Montag vor allem sehr gut und sehr konzentriert gearbeitet wurde. Man weiß es ja, der FC Basel hat gegen dieselbe Mannschaft gespielt und verloren. Hast du bei den Basel schon Tipps eingeholt, damit das nicht passiert? Der zweite Teil habe ich nicht verstanden. Hast du Tipps eingeholt bei irgendjemandem vom FC Basel, bei Chiri oder so, damit das mit IB nicht passiert? Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben natürlich versucht, den Gegner sorgfältig zu analysieren. Und wer Basel schlägt, wer in Rom ein Unentschieden holt, der hat Qualität. Es ist eine Mannschaft, die sicher vom Technischen, vom Spielstil eine gute Performance zeigen kann, dass sie auch im letzten Spiel in Rom solidarisch verteidigt hat. Es ist eine gute Mannschaft, aber eine Mannschaft, die wir uns auf jeden Fall zutrauen und die wir zu Hause mit unseren Waffen auch schlagen können. Nochmals an den Trainer, was muss besser werden gegenüber dem Cluj-Spiel, damit es zum Sieg reicht?
Vor allem müssen wir unsere defensive Stabilität beibehalten. Wir haben in Cluj sehr wenig zugelassen. Wir haben im Meisterschaftsspiel davor gegen Luzern sehr wenig zugelassen. Und das ist immer die Basis. Das macht die Mannschaft zurzeit sehr gut. Sicher können wir nach Balleroberung die Umschaltphasen nach vorne genauer spielen, zielstrebiger spielen. Und wenn der Gegner, wie zum Beispiel auch Cluj, sehr defensiv und kompakt steht, den richtigen Mix zwischen Geduld, Ballsicherheit, den Gegner laufen lassen, aber auch die nötigen Lösungen in der letzten Zone. Da hat Cluj uns das Leben schwer gemacht und das wollen wir sicher verbessern. Erwarten Sie morgen einen ähnlich defensiv eingestellten Gegner, wie es Cluj war? Schwierig, eine Prognose zu geben. Ich denke, dass Sofia sicher nicht so defensiv spielen wird wie in Rom. Aber es ist klar, wenn du auswärts spielst, willst du vor allem dich auf die Defensive konzentrieren. Von dem her erwarte ich schon, dass sie nicht ganz offen spielen. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Leistung, mit unserem Druck den Gegner so unter Druck setzen, dass sie gezwungen werden, defensiv zu spielen und nicht, dass sie es unbedingt freiwillig machen. Weitere Fragen? Ganz allgemein, nach diesen ersten beiden Spielen in der Europa League, wie sind Sie zufrieden? Steht die bei jetzt morgen schon ein bisschen unter Druck? Unter Druck stehen wir immer, in einem positiven Druck. Wir wollen immer uns verbessern, Leistung bringen und auf das konzentrieren wir uns. Bringt nichts, nach zwei Spieltagen zu rechnen. Abgerechnet wird am Schluss und das ist nicht der Zeitpunkt, um Zwischenbilanzen zu ziehen. Zuerst gegen jeden Gegner spielen und dann nach dem Sofia-Spiel sagt die Tabelle vielleicht schon etwas mehr aus, aber im Moment ist das nicht der Zeitpunkt. Ja, und doch, Frage an Fabian, ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo man nicht mehr sagen kann, wir müssen Fortschritte machen, wir müssen uns da und da verbessern. Dieses Spiel muss man einfach gewinnen. Sieht ihr auch in der Mannschaft auch so? Ja, ich glaube, es ist klar, dass wir das Ziel haben, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, von müssen ist immer so, ist dann wieder mit Druck verbunden, was wir vorher gesagt haben. Der Druck ist immer da. Also ich glaube, wir spielen zu Hause. Wir haben zu Hause eine super Bilanz. In den letzten, glaube ich, zwei Jahren hat IB eine super Bilanz zu Hause. Und von dem her ist ganz klar das Ziel, diese Bilanz weiterzuführen. Wir haben letztes Jahr auch zwei der drei Europa League Heimspiele gewonnen. Und jetzt haben wir noch zwei und das ist ganz klar das Ziel, dass wir diese zwei Spiele gewinnen, erfolgreich gestalten und ja, da auch wieder dann einen Schritt nach vorne machen können. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, schließen wir hier ab mit dem Hinweis, um 18 Uhr ist die Pressekonferenz von ZSK Sofia und dann um 18.45 Uhr das Training. Die ersten 15 Minuten sind wie immer offen für die Medienschaffenden. Jetzt würden wir es so machen, kurze Interviews, es ist ziemlich kalt draußen, einfach Einzelinterviews und die Radiostation bitte zusammen. Und besten Dank, schönen Tag und bis morgen.